Der Hai ist lustig, ne? Ja, hallo. Herzlich willkommen zu etwas ganz anderem. Und an dieser Stelle erstmal einen herzlichen Dank an Koch Media und Deep Silver zur Verfügungstellung dieses Spiels. Ich unterbreche jetzt hier mal die Partnereinblendungen. Es dreht sich um Escape Dead Island. Es gibt eine Dead Island-Reihe. Also es gab einen Dead Island Teil, alle warten auf Dead Island 2. Das ist ein ziemlich realistisches Zombie-Spiel mit ziemlich realistischer Grafik. Also es sieht bäh aus, um mich mal so auszudrücken. Dieses hier basiert wohl auf der Reihe. Ist actionlastig, soll storylastig sein. Ich bin gespannt. Ich war eben nur 2 Sekunden drin, habe mir die Bedienung angeschaut. Ich kann es ja mal starten. Neues Spiel. Ja. Und dann erzähle ich gleich was dazu. Das ist schon mal vielversprechend. 2 Tage vor dem Banoi-Ausbruch. Sieht schon mal cool aus, oder? Schönes Katana. Proceeding with mission to find Mole. Please respond. Please respond. This channel shall remain clear. What is it? Unknown biological outbreak on Narapella. Appears contained to the labs. Are you safe? What is the nature of the outbreak? Ugly. I got my hands full here on Banoi. Ugly. But I'll stay with you as long as I can. Okay, ich gehe mal eben darauf ein. Es soll ein Survival-Mystery-Spiel sein, das auf der geheimnisvollen Insel Narapella, das sagt der Herr hier auch schon, spielt. Und nach den Geschehnissen des Zombie-Ausbruchs im ursprünglichen Dead Island handelt. Wir selber sehen wohl die Spielwelt durch die Augen des Möchtegern-Journalisten Cliff Kalo. Und wir werden versuchen herauszukriegen, wodurch es überhaupt zu dieser Seuche oder diesem Ausbruch kommen konnte. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, weil wir spielen ja Kilo 2 hier gerade, wie er sagte. Das dürfte wohl kaum Cliff sein. Ich habe es aber weder irgendwo gesehen, noch angespielt, deshalb kann ich nicht genau sagen. Ich gehe davon aus, dass wir hier irgendwann einen Spielerwechsel sehen werden. Das Ganze ist in so einer comicartigen Grafik gehalten und ich finde, das sieht ganz großartig aus. Ich mag solche Effekte. Das ist sicherlich ganz aufwendig gerendert und dann nochmal aufwendig drüber gerendert in dieser Optik. Und wenn man irgendwo draufschlägt, finde ich absolut geil, dann seht ihr auch, gibt es ja diese... Aua! Diese Schrifteinblendung. Wie Klonk etc. Das ist so ganz in der guten alten Batman-Superman-Manier gehalten. Ja, und mal schauen. Ich bin gespannt. Es soll ein paar schwierige Stellen geben. Mal gucken, wie wir uns hier... Wir sind noch im Tutorial. Dass man sich so umsehen kann, dachte ich mir schon. Mal gucken, ob wir hier irgendwas von benutzen können. Okay. Ich denke mir mal, da wird auch wahrscheinlich gleich was kommen. Oder hier laufen aufgeregte Alt. Genau, mit Alt können wir den Waypoint sehen. Und was mir auffällt... Nee, ich dachte, wir drehen uns auch in die Richtung, wo ich hin muss. Tun wir aber nicht. Wir haben irgendwie 2 Attacken. Eine größere, die ganz cool aussieht. Die verbraucht unten aber sehr viel Ausdauer. Wir können uns ducken und ich denke mir, wir werden auch ein bisschen schleichen müssen. Und wir können schubsen. Mit F. Da bin ich mal gespannt, den ersten Zombie mal zu schubsen. Wir gehen hier mal durchs Tutorial. Ich glaube, der Typ da hat ein Problem beim Fenster. Sieht sehr lecker aus hier. Gehen wir hier mal weiter. The security cameras are still active. Is someone watching all this? Auf was muss ich denn? Okay, auf da einen schweren Angriff. Ja, da ist er nicht weit gekommen, ne?
In die Richtung jetzt wohl nicht weitergehen. Springen kann ich nicht, aber ich kann lecker ausweichen. The Infected. Tja, was? What? I'll call in an abort. Negative. I can handle them. I'll take full responsibility. Abort mission. Advice received and ignored. Don't make me come over there. Um heimlich zu töten. Probieren wir es doch mal aus. I'm not leaving until I get my hands on that mole. Over and out. Okay, das hat ja gut funktioniert. Aber wie gesagt, wir sind ja auch noch im Tutorial. Mal gucken, wann es aufhört. Wahrscheinlich ganz plötzlich. Aber so optisch finde ich es ganz großartig. Ist mal was anderes, muss ich sagen. Okay, nächste Einblendung und ein Handy. Verdammt, muss das ausgerechnet klingeln, wenn ich komme? It's like the dead are coming back to life. Stay calm. They're coming out of the walls. So, okay. Habe ich eigentlich eine Lebensanzeige? Naja. Shit. Sind schneller, als sie sein dürften, oder? Okay. Sehr nett. Bisschen blutig, das Ganze. Aber ist ja nur Comicblut. Ich kann mit Q einen Feind anvisieren, okay. Nee, den will ich nicht. Ich will erstmal den da haben. Naja, oder vielleicht den, der da von links kommt. Ja, hätte er vielleicht den heimlichen Kill nehmen sollen. Wow, okay. Mich stört es müssen, dass ich gerade keine Lebensanzeige habe. Ich weiß ja also ganz gerne, wie es um mich bestellt ist. Wisst ihr, sonst kann ich auch mal schneller sterben, als mein lieb ist. Hier ist doch keiner mehr, oder? Welche Tür nehmen wir denn jetzt mal? Man weicht aber sehr schnell aus, muss ich sagen. Boah, ist das blutige Geschichte hier. Ich wollte sagen, wenn ich so weitermache, lebe ich doch nicht lange, oder? So, wo starte ich jetzt? Okay, jetzt wissen wir, dass wir halt auch irgendwann mal sterben können. Ach, okay. Ah ja, letzter Speicherpunkt. Das war nicht so weit entfernt. Gut, dann versuchen wir das jetzt mal besser zu machen und etwas besser auszuweichen. It's like the dead are coming back to life. Stay calm. They're coming out of the walls. Der hat keine Arme gehabt. Der hat einfach so versucht, uns zu beißen. Das ist ja auch schwierig. Habt ihr das gesehen? So, erstmal warten, bis die Ausdauer wieder aufgeladen ist. Und dann bleibe ich mal. Dann machen wir hier den heimlichen Kill, okay. Boah, das ist aber auch ganz schön eklig, muss ich sagen. Was? Der hat eine größere Reichweite wie ich? Mit seinem Mund? Ohne Arme? Hallo? Geht ja gar nicht. Hm, ich hätte ganz gern ein Medipack oder so. Okay, mal gucken, ob ich jetzt durchkomme. Ihr kennt das ja schon von mir. Ich muss mich immer erst ein bisschen einüben. Und dann geht's aber auch. Das hatten wir ja schon bei Lords of the Fallen gesehen. Ja, so heimlich war der Kill jetzt ja auch nicht mehr.
Das sind zwei Jungs, ne? Wow, shit. Der kann aber mehr. Der war besser. Schlüsselkarte. I think the mob triggered it, but I can't be sure. Where is the security? Would have expected a response by now. Der hat ja auch einen geilen Dialekt, ne, oder? Die Security wurde wohl gerade gefressen. Hier ist eine Krankenstation. Ah, ich merke schon, das könnte... Ich glaube, das ist schwieriger. Ich habe das Gefühl, dass ich ein paar Mal sterben werde. Aber es ist wirklich ein bisschen bäh, ne? Gehen wir erstmal hier hin. Soll er mal mitkommen. Die sind unberechenbar schnell, finde ich. Die sind wirklich recht unberechenbar schnell. Ich hätte ganz gerne sowas wie eine Lebensanzeige bei mir. Die hätte ich wirklich gerne. Ich kann hier auch nichts aufnehmen. Ich bin gespannt, ob das die ganze Zeit so weitergeht oder ob wir hier nochmal... Achso, hier komme ich her. Kartenleser, okay. Vorher wäre ich da auch gar nicht reingekommen. Ach du Scheiße. Was ist das? Ach du Schande. Das gefällt mir nicht, wenn da... Ich hoffe, es ist raus. Ich möchte jedenfalls nicht, dass es noch hier ist. Pistolenmunition. Okay, ach ja, richtig, hier, wir haben ja mit Mausrad, können wir wechseln. Oder auch mit den Tasten 1 bis 4. Schalke nimmt der Munition. Dann gucken wir nochmal. Ey, das ist nicht gut. Ach, hier, doch. Na, ich würde sagen... Das wird wohl der Explosionsradius sein. Kabum, sah lustig aus. Diese Comic-Grafik hat was. Aber ich glaube, wenn man die nicht hätte, dann wäre das auch ein verdammt blutiges Spiel. Wie gesagt, das ist eigentlich FSK 18, ne? Wollte ich mal dazu sagen. Wenn ihr jünger seid, müsstet ihr jetzt ausschalten. Yes, didn't see anything outside. Halt, um zu zielen. Okay. Ah. Okay, ein bisschen spät hochgeflogen, aber... Psst. Ah, komm, ich habe 45 Schuss, ne? Ich mach mal R, Reload. Das ist schon ziemlich bäh. Also mal der zweite Treffer erst. Gut zu wissen. Ja, wir laden nochmal nach mit R. Und da werde ich doch wohl... Ich habe doch mal eine Waffe nachgeladen. Oder nicht? Ja, 8 Schuss. Mehr werden da wohl nicht reingehen. So, hier sind keine mehr. Ihr kennt mich ja, ich gehe ja lieber ein bisschen vorsichtiger vor. Ups. Ah, ist mein Popschutz abgefallen. Machen wir mal eben ohne weiter. Radio silent.
Aber grafisch wirklich schon interessant gemacht. Nee, dann nehme ich lieber das Katana. Wenn er schon mal so nah ist, ist ja eine Waffe unpraktisch. Exposing them, not by turning terrorist. Das ist der Maulwurf. Who is this? I'm the one who discovered your plan. I'm the one who'll see an end to your monopoly on power. And I'm the one who will ferry you and the rest of the Palm Garden Order to the Isle of the Dead. You can call me Karin. Karin? What kind of supervillain name is that? If I were you, I'd worry about getting out of there instead. Ach du Scheiße. Okay. Das war das Tutorial. Ah, macht schon mal einen netten Eindruck. Das macht keinen netten Eindruck. Oh, warum habe ich das Gefühl? Da ist doch noch einer. Eliminated. Then get to safety. None of this was an accident. He was trying to remove data on a stick. Then stay alive and reach the extraction point, so we can take a look at it. Agreed. Okay, zum Evakuierungspunkt. Ach guck mal, die lösen sich dann als halt auf. Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Ich glaube nicht, ne? Oh doch, gelegentlich findet man mal was. Also kann es doch nicht schaden, hier mal den Raum abzulaufen. Na. Okay. Da ging es nicht durch, ne? Nein. Ja, ist der auf mich aufmerksam geworden? Nein, ist er nicht. Ach, Schande, die stehen noch auf da. Das war uncool. Die sind ja auch nicht die hellsten, ne? Zombies. Ja, nachladen. Scheiße. Okay, pass auf. Der ist mir jetzt kein Schuss mehr wert. Das muss auch so gehen. Und hier steht da bestimmt noch wieder jemand auf, oder? Nee. Kann man das kaputt machen? Kann man... Warum hätten die nicht früher aufstellen können, eben? Oh, shit. Inside Job. Or pure incompetence. Ah, ich hätte mal das Fass abschießen sollen. Dann hätte ich das Problem auch gar nicht erst gehabt. Das machen wir uns einfacher hier. Dann machen wir auch mal zwei Schuss. So, okay. Ich würde an dieser Stelle mal stoppen und ja, ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Ob das die ganze Zeit so... Kann ich mir nicht vorstellen, weil es steht ja drin, dass wir das die Story letzten Spieler durch die Augen nicht... Das möchte gern Journalisten Cliff Kahlo und die Zukunft des Zombie-Virus entdecken. Ich denke mir mal, dass das hier nur ein kurzes Intermezzo ist. Zumindest mit dieser... mit diesem... Froschmann-Anzug mit der Gasmaske und dem Katana. Bin trotzdem mal gespannt. Und ich muss gleich mal hören. Ich kann sein, dass die Musik ein bisschen laut war. Ich verändere das nochmal in den Einstellungen für die nächste Folge. Aber die Musik ist eigentlich auch ganz nett. Sollte man ja zumindest hören. Während des Sprintens, um deine Feinde zu treten. Okay, das versuchen wir in der nächsten Folge. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und oder ein Abo, würde mich natürlich freuen. Und schreibt mir mal, was ihr davon haltet.
Ich bin auf alle Fälle gespannt darauf, das erstmal weiterzuspielen. Okidoki, dann sehen wir uns in, ich sag jetzt mal, 2 Tagen wieder. Bis dann, tschüss.